Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Black Myth Wukong. Ich versuche immer noch hier auf den Gefängnis hier rauszukommen, wo irgendwie komische Sachen abgehen. Letzte Folge haben wir hier schon Boss umgehauen, der anscheinend diese versiegelten Türen öffnet. Bin gleich tot und ich merke es nicht. Ja, die Türen von Anfang, die checke ich noch ab. Ich bin jetzt hier gerade im Bereich, wo ich noch nicht war. Oh Mann, ich hasse das, wenn die das machen. Moment, hier war ich doch schon. Hier war ich noch nicht. Bin wieder fast tot. Kann man da runter? Die Frage ist, war das eine gute Idee? Die Frage ist, wo ich bin. Es ist nämlich hier ein bisschen verwirrend in den Kerker hier. Bist du nett? Bestimmt nicht. Autsch. Was haben wir da drin? Also eins muss man sagen, die Ressourcen hier sind toll, die man hier bekommen kann. So, da geht's nicht weiter. Ich bin irgendwo runtergesprungen. Ich habe keinerlei Ahnung, wo das wirklich ist. Ich glaube, ich weiß doch, wo es ist. Oder? Nee, dann müsste hier ein Bogenschütze sein. Oder? Nee, ich vertue mich. Das ist... Ich bin wieder am Anfang. Kann das sein? Hier müsste jetzt der Typ sein, mit dem ich gesprochen habe. Ja. Okay, denen geht's wohl nicht so gut. Oh. Ascheschlaf. Speie Flammen, wo Asche liegt, denn der Raum ist bald versiegt. Der Außerkorn verwandelt sich in einen Rattengei und greift Gegner an, während er heftige Flammen speit. Die Gegner mit einem Brandfluch belegen. Fokus, der von der Verwandlung aufgebaut wurde, kann umgewandelt werden. Ah, das ist eine Verwandlung. Ja. Müsste ja dann... in Talentbaum unter Verwandlungen sein. Eine neue. Ja, eine dritte. Okay. Oh, it's you. You're still alive. Ja. And I see you've slain one of my captains and helped yourself to break in. Four loyal captains. Now four free-looted souls. Can you free them from that pain if you truly are the destined one?
You posed as my trail and tricked us here for a false feast. And I was foolish enough to fall for his trap. My men suffered because of me. Four mighty captains, now mere pawns of Yellowbrow. I got rid of my eyes and ears to shield myself from these beguiling chants. A misstep of yours, Yellowbrow. The true destiny. Okay, er wiederholt sich. Okay, seine vier Hauptmänner leiden, brabbelt er. Ja, ja, ist okay. Hier war ich ja schon. Hier laufe ich jetzt einfach durch. Ich suche jetzt nur noch die Zellen ab, die zu sind. Obwohl das vielleicht keine gute Idee ist, da so durchzurennen. Weil dann habe ich vielleicht alle Gegner auf einmal an der Backe. Jetzt habe ich auch versehen zwei Brüllen genommen, weil ich dachte, er nimmt die erste nicht. So, friert den mal an. Ich wusste es, dass es ein Fehler war, einfach durchzulaufen. Oh, diese scheiß Fledermaus. Wo ist die? Hinter mir. So. Oben war, glaube ich, noch irgendwo so eine verschlossene Tür. Ja, ja, ist gut. Nerv mich nicht. Ich resette mal. Nicht reißen. Rasten. So. Irgendwo ist noch eine verschlossene Tür. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich drei in der letzten Folge gesehen habe. Ja, ja, ist gut. Geh mir nicht auf den Nerven. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, hier einfach durchzurennen. Weil die Gegner, die haben relativ lange Aggro auf mich. Aber ich glaube, diese verschlossene Tür, die war oben. Die war, glaube ich, oder war die hier? Nee, 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 nee. Ich bin mir ziemlich sicher. Moment. Ah, nee, das ist eine offene Kiste. Die habe ich schon aufgemacht. Das sah nur so aus, als ob die zu wäre. Ja, ist gut. Nerv mich nicht. Ah ja, stimmt. Da war ja was. An dich erinnere ich mich. Ich mache mir weg. So, dann gucken wir mal. Ich meine, hier oben war irgendwo eine Zelle. Noch. Hä? Warum habe ich diese Kiste nicht geöffnet? Muss ich dran vorbeigelaufen? Oh, der hat auch Eisenblätter. Oh, jetzt kommt die Schose wieder. Jetzt hau ich lieber die Gegner um. Ah, das ist da, wo ich eben runtergesprungen bin. Dann bin ich hier einfach dran vorbeigelatscht. Irgendwo. Ist hier noch ein Raum mit einer Kiste gewesen. Genau, dahinter. Dann muss hier die Tür sein. Autsch, nicht sterben.
Nee, die Kiste ist auf. Es kann auch sein, dass ich mich komplett vertue gerade. Und dass hier oben keine Tür mehr war. War hier was? Nein. Oh, endlich hört der graue Blödsinn auf. Okay, Tür war dann anscheinend unten und ich habe sie schon aufgemacht. Denke ich. Und falls nicht, werde ich es irgendwann off-cam nachholen. Ich tue immer so verfahren, wenn ich die Kapitel durch habe, spiele ich das Kapitel danach noch einmal. Also laufe komplett nochmal durch, um zu gucken, ob ich irgendwo was vergessen habe. Das habe ich im ersten und zweiten Kapitel jeweils gemacht. Also das werde ich im dritten natürlich auch machen. Es kann natürlich mein Eifer des Gefechts sein, dass ich irgendwo was liegen lasse. Im zweiten Kapitel habe ich zum Beispiel eine Kiste liegen gelassen, die meine Ausdauer permanent erhöht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich dann nachhole. Aber das mache ich off-cam, weil ja, man hat das ja schon alles gesehen und das ist langweilig zum Zuschauen. So, da müsste jetzt bald wieder der Speicherpunkt kommen, ne? Genau, hier war der Boss aus der letzten Folge, wo wir dann wieder nach unten gekommen sind. Dann geht's hier weiter. Oder vielleicht war das auch die Tür, die ich gesehen hatte. Ah, die Vampir-Fledermäuse gibt es ja auch. Fledermäuse, Ratten meine ich. Mach auf. Ja, diese Eisensand, den gibt es viel. Ich kann, glaube ich, mittlerweile... Oh, oh, den will ich haben. Nee, den will ich haben. Das ist eine Erfahrungsbombe. Da habe ich die Klippe runtergeschmissen. Oh cool, ich hatte kurz Angst, dass er nicht mehr da ist, aber da ist er. Geh mal hinter dich. Nicht, dass du mich wieder mit deinen Rüssel packst. Wo ist er hin? Uiuiui. Also die geben viel Erfahrung, aber wenn die einen hitten, dann hitten die hart. Moment, da war doch eben... War das hier? Wo die ganzen Leutchen standen? Ja, anscheinend. Thank you.
Oh Gott, Balanceakte. Das ist schlecht. Wo bin ich jetzt genau? Weißt du was, ich will am liebsten... Achso, wenn ich es will, dann kann ich nicht runterfliegen. Kannst du mich mal please umbringen, damit ich meinen Speicherpunkt wieder bin? Das geht, glaube ich, schneller, als wenn ich wieder hochlatschen muss. Sag mal, bist du unfähig? Danke. So, wie viele von euch leben? Einer, ne? Ich wüsste gern, womit ich diesen grauen Nebel herbeiführen kann. Weil wenn ich farmen möchte, dann wäre das geil zu wissen. So. Und darüber zu springen war... Nein! Ja, das ist eine tolle Stelle. So, den... das war knapp. Den lasse ich jetzt mal in Ruhe. So, einfach laufen. Nicht Rollbewegung machen. Ach, komm schon! Das ist doch scheiße! Komm, bring mich um. Da haben sie gut bei From Software abgeguckt. Diese Balkenabschnitte sind genauso asozial wie im From Software-Spielen. Also wenn keine Gegner... Ja, das fehlt mir auch. Ja, genau, wenn ich hier draufstehe, wollt ihr mich verarschen? So, nicht runterfallen. Es fehlt nicht mehr viel, dann bricht hier ein Vulkan aus. Das können die doch nicht ernst meinen, dass da von oben ein Gegner runterspringt und wenn der dich irgendwie aus der Balance triffst, dass du runterfliegst. Ich laufe an denen jetzt einfach vorbei. Nein, 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 nein. So, ich bin in Sicherheit. Jetzt gehe ich hier rein und hier kann ich nicht runterfliegen. Und du bist ein ganz intelligentes Kerlchen. Ach so, so kommt man hier hin. Ich wollte nämlich erst vom Balken versuchen. Wehe, du fliegst runter. Diese Stelle habe ich schon genug getriggert. Ich habe einen Bogenschützen hinter mir, das ist nicht gut. So, der ist weg. Ach so, das ist die erste Stelle. Ah, da liegt noch mal jemand. Das ist den, den ich da eben an der Ecke erledigt. Ich habe der Typ, der auf mich drauf gepurzelt ist. Ne? Ja, und da steht der eine andere Aslak. Ja. Man kann da ruhig stehen bleiben. Ich gehe da nicht hin, um den um... Natürlich. Ah nein, der macht Gift! Weg da! Und warum kriegt er so gut wie keinen Schaden? Uiuiui, der hält viel aus.
So, fliegt auf die Matte, dann kann ich dir wieder ein paar Hiebe geben. Nee, nee, nee. Raus da, der will mich vergiften, der Sausack. Ja, weg aus der Giftbrühe. Tot? Nee. Junge, Junge, hält ja viel aus. Ah, okay. Der bleibt aber weg dafür. Ah. Ja, der bleibt definitiv weg. Hallo, ich will das haben. Hallo? Danke. Pilzmark. Naja, schieß so viel wie du willst. So, hier geht's wieder nach oben. Deswegen nehme ich mal stark an, dass das der weitere Weg dann ist. Dann gibt's hier bestimmt noch ein bisschen Loot abzustauben. Nein, du schlägst mich nicht um. Kamera, bitte! Wenn ich jetzt wegen dieser Scheiße sterbe! Das ist wohl ein Witz, ey. Komm, mach den weg! Aber schön, es sind zwei von diesen Riesentypen hier. Nee, du grabst mich nicht. Er hat mich geguckt, oder? Nee. Es ist so krass, ne? So, das drehen wir ein. Aufnehmen. Da hinten ist der nächste von den Typen. Hä? Wollte ich gerade sagen, der steht doch safe auf. Jetzt verstehe ich, wie die Pullen aufgefüllt werden. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Wenn du Essenz aufnimmst, wird deine Flasche aufgeladen. Kann sein, dass das einer von euch schon mal in die Kommentare reingeschrieben hat. Aber ich nehme wie immer viel im Voraus auf. Die Folge hier zum Beispiel 4 Tage nach Release. Ich habe ja zurzeit Urlaub und ja, dann kann ich so 6 bis 7 Folgen pro Tag schaffe ich dann. Ist vielleicht auch gar nicht schlecht, dass ich, weil, ja, wenn die Folge hier erscheint, ist es schon draußen, aber zum Zeitpunkt der Aufnahme dauert es noch circa eine Woche, dann kommt Visions of Mana. Und wenn ich schon ziemlich dann fortgeschritten mit Wukong wäre, wäre das gut. Weil Visions of Mana soll auch als Let's Play kommen. Oder ist dann schon gekommen, wie gesagt, die Folge. Mann! Oh nein, ich muss durch die scheiß Balkenpassage wieder durch.
geht weg. Ich muss sagen, der Kerker, der fängt an, mich zu nerven. super. Genau wegen dieser Passage. Ist hier ein Gegner bitte, der mich umhauen kann? Danke. Ja, jetzt kommt der Blödsinn wieder. Lass mich hier durch. Ich habe keine Zeit. Der Part hier wird auch eine Premiere werden. Es wird der erste Part sein, der keinen Boss hat. Weil wir sind schon fast am Ende. Ich warte eigentlich nur noch auf den Save-Punkt, weil ich keinen Bock habe, diese Passage hier in der nächsten Folge noch... Es ist der größte Dreck aller Zeiten. Diese Stelle gibt mir richtige... Es ist nicht so schlimm wie Dark Souls 1, aber ich habe einen Dark Souls 1 Vibe. Es ist genau die gleiche Scheiße. Du musst über einen Balken gelaufen, der sehr eng ist, und du wirst von einem Bogenschützen abgeschossen. Und sobald du getroffen wirst, es ist schon sehr wahrscheinlich, dass du runterfällst. So. Ja, lass mich in Ruhe. Lass mich einfach in Ruhe. Ich will wieder zu der Stelle, wo ich eben abgelebt bin. Den frieren wir ein. So. Hinter mir ist einer, ne? Den machen wir jetzt mal vorsichtshalber weg. So. Der Loot kann Loot sein. Ich will einfach nur zu der Stelle, wo ich eben verreckt bin. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. Das müsste gleich hier kommen, ne? Ja, hier, ne? Ne? Nächste. Da war so ein etwas härterer Mob. Ja, und alles nur für Geisteressenz wahrscheinlich, wenn ich das da so sehe. Wo ist er? Wo ist der Typ hin? What? Ah, da ist er. Dahinter ist mir einer. Aber ist. So, der ist weg. So. War viel zu viel Ärger. Aber das Spiel tut auch, wie ich finde, schwierigkeitsmäßig ein bisschen anziehen. Kapitel 1 war noch. Das war super easy. Kapitel 2 wurde schon ein bisschen härter, aber. Okay, es gab zwei Bosse, den Tiger und den. Die Ratte am Schluss. Die waren echt hart. Und der Rest war auch so. Eher noch Schonfrist. Aber hier dieses Gefängnis hier jetzt in Kapitel 3, das ist schon. Alles andere als einfach, würde ich mal sagen. Hier der erste Boss, dieser Drache am See, der war ein bisschen schwer zu treffen. Aber war eigentlich, ich habe mir auch gefirstried, eigentlich relativ einfach. Muss es halt nur ein bisschen seinen Attacken ausweichen. Und der hier unten, der war auch nicht so schwer, der Boss. Aber hier sind viele härtere Zwischengegner. Wo du halt denkst, die kannst du easy im Vorbeigehen weghauen. Nee, ist nicht. Ja.
Die haben ein bisschen mehr Energie und die teilen auch kräftig aus. Und wenn man ein bisschen zu arrogant ist, so wie ich teilweise, und denkt, die kann man einfach so vorbeigehen, wegmachen, dann kriegt man die Quittung. Was zum Teufel? Und ich werde den Part jetzt so lange noch machen, ich habe schon ein bisschen überzogen, bis ich einen Speicherpunkt finde. Das ist wieder so ein etwas härterer Gegner, wo eine Klippe in der Nähe ist. Mag mir das gefallen? Überhaupt nicht. Das hat gar nicht so viel gebracht, ich habe ihn einfach nur weggeschleudert. Ist er weg? Bitte nicht runterfallen. Es wird mir ein Speicherpunkt angezeigt, Gott sei Dank. Das ist da, wo ich unten war. Gib mir die Essenz. Wieso kann ich hier nicht rein? Moment. Mir wurde ein Speicherpunkt angezeigt. Wo ist der? Erzähl mir nicht, der ist da oben hinter dem Bogentypen. Wenn ich hier jetzt runterfalle, bricht der Vulkan aus. Ich garantiere es euch. Wenn ihr mit Headset guckt, nehmt es ab. Okay. So. Kann ich da irgendwo hin? Oder warum ist diese... Nee, da ist nichts. So. Ja, der Speicherpunkt wird mir angezeigt. Und weh, der ist ja oben jetzt nicht. Und wehe, hier schießt mich jetzt irgendeiner runter oder ich falle aus irgendwelchen Gründen runter. Weg von der Schlucht. So, ist vielleicht ein bisschen übertrieben für dich, aber ich habe Angst. Okay, der Speicherpunkt scheint hier unten zu sein. Hallo, wo ist er? Da ist er. Oh! Das sieht interessant aus. Da könnte ein Boss hinter sein, aber den machen wir heute nicht mehr. Ich habe schon überzogen. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch gerne ein Like und ein Abo da, falls noch nicht geschehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!